Ja, ich nehme diese zwei. Und dann? Was machen wir dann? Dann bauen wir hier Gänge hin. Passen da auch Leute rein? Wo würde ich das denn jetzt sehen, ob da jetzt auch Leute reinpassen? Wir werden... Okay, ich sehe es nicht. Keine Ahnung, wo man das rauskriegt. Wow, Leute. So. Mir im Baum stehen. Ach Gott, wie kriege ich hier die Kurve? Ich würde halt auch noch einen Turm bauen dahin. Ist halt teuer. Wollen wir vielleicht sagen, wir bauen den Turm dann später. Theoretisch. Also, ich glaube, das wäre dann der Plan, den ich hier verfolgen würde. Und was, wo kommt dann die Schatzkammer hin? Wir haben ja auch noch eigentlich relativ viel Platz hier. So ist es auch nicht. Wir können hier schon mal das Ding hinbauen. Mir gefällt es gerade von außen, von dieser Seite echt noch nicht so. Ja, nee, das wird auch genauso hoch, glaube ich, dann kommen. Aber ich habe halt auch so wenig Möglichkeiten, was ich hier bauen kann. Da ist mein Gefühl dann doch irgendwie etwas eingeschränkt. Das ist so scuffed. Ah gut, das habe ich zuerst über unser Kloster auch gesagt und dann sah es doch eigentlich ganz nice aus. Junge, was ist denn heute mit den Kamerafahrten los? Das glaube ich wahrscheinlich, weil ich an der Klippe hier arbeite. Das ist schon ein bisschen anstrengend. Wollen wir das noch ein bisschen dann erhöhen? Yes. Wollen wir. Und dann würde ich sagen, machen wir auch gar nicht mehr so viel. Sondern sparen uns das halt für spätere Sachen auf. Wir würden aber, glaube ich, schon gerne eine Tür hier haben, oder? Da kommt eine Tür hin. Und dann baue ich das... Ja, wobei ich baue noch vorher das Übungsgelände. Das wäre vielleicht auch praktisch. Wo ist hier vorne und wo ist hinten? Ja, genau. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Dann klatsche ich die hier einfach mal so ein bisschen random hin. In unseren hier jetzt noch, in unseren derzeit noch bestehenden Wald, der dann noch bis erste, glaube ich, hier bestehen bleiben wird. Also außer da, wo halt jetzt die Gebäude drin stehen. Und dann wäre das unser Übungsgelände. Stoff haben wir. Dann würde ich sagen, bauen. Und dann erweitern wir noch unsere Palisade. Also wie gesagt, ich habe dann noch vor, das nicht so zu lassen. Sondern hier noch weiter dann Sachen ranzubauen und zu verbessern. Wenn halt die Zeit kommt und wir halt auch noch weitere Möglichkeiten dafür haben. Hallo? So. So sähe dann auch gerade unsere Palisade aus. Ich glaube, das kann man auch so gut heißen. Und da bin ich mal gespannt, wie das Ganze gebaut aussehen wird. Und wie viel... 24. Ah, geht so, ne? Ist jetzt noch nicht viel, aber fürs Erste ist, glaube ich, auch schon wieder genug. Ich glaube, damit kann ich ganz zufrieden sein.
Und die Schatzkammer. Sehe ich das jetzt auch hier? Nee, noch nicht. Schade. Aber da, guck mal. Wir sind hier echt immer wieder schnell am Limit. Handel 36 plus, das ist sehr stark, glaube ich. Und halt das Territorium. Ich frage mich jetzt for real, was ist hier das Problem und wieso kriege ich dafür keine Nachricht? Also, muss das nicht irgendwie stehen, so keine Ahnung, Weg nicht gefunden. Wo ist das Problem? Das hatte ich bisher so auch noch nicht. Wollen wir die Bauhütte einfach hier klatschen? Mal gucken, was dann passiert. Erstmal nur ein. Wir wollen auch noch Soldaten und dann noch Fischer haben. Deswegen. Ich habe ein bisschen zurückhalten noch. Wie sieht es denn hier oben aus mit der Entforstung, Deforstierung? Keine Ahnung. Ja. Ich weiß halt nicht, wie hoch da jetzt gerade für die Prio ist oder ob sie jetzt eher auch noch hier mit abbauen. Deswegen. Also vom Abstand her, die bauen natürlich eher noch hier ab. Das ist das Problem. Weil ich kann das ja jetzt auch nicht irgendwie wegmachen, weil dann wird. Haben die halt nichts mehr zu fällen, oder? Oder? Komm, ich mach's jetzt fürs Erste. Und denk hoffentlich auf jeden Fall gleich daran, das wieder zurücksenden. Danke dir. 20 Schwerter. Das ist cool. Und 5 Einfluss fürs Königreich. Dass ich hier auch dann schöne neue Baumöglichkeiten habe. Was wollen wir hier? Wollen wir die Werkzeugherstellung schon mal freischalten? So, machen wir einfach. Also, wir haben ja das Geld aktuell. Köhlerei, Eisenschmelze und Schmiede. Und hier können wir eigentlich schon dann. Hier können wir eigentlich schon anfangen zu sammeln, oder? Eisen. Am Steinbruch. Rohstofflager. Kommt man hier halt eigentlich noch rum, ist die Frage, ne? Hier, weil das Gefühl muss halt schon durchs Wasser warten. Ich glaube, das wird nicht möglich sein. Aber kommst du dann hier runter? Kommen die überhaupt dann an das Vorkommen? Fragen über Fragen. Ich würde vorsichtshalber dann das Kranlager eher hier so aufbauen. Also so, dass man hier noch dann an die Mine rankommt, an diese Leiter. Aber ja, ich denke, will ich hier noch ein zweites Kranlager? Ich glaube, ich will noch ein zweites Kranlager. Dann hier noch ein bisschen Deko. Muss ja auch sein. Dann haben wir noch so eine Schubkarre oder so, die ich hier noch dazwischen stellen kann. Dann noch so ein Buntglasfenster. Ich glaube, das lassen wir. Ja. Cool, wir haben keinen Zugang zu Gottesdienst. Minus 4% Nahrung. Krass, jetzt mittlerweile ist deutlich weniger Hunde als Kräuter am Start. Fische gehen auch ziemlich schnell. Ja, und jetzt haben wir Mehl, aber das Brot nicht. Gut. Was haben wir denn hier jetzt gehabt gerade? Gold. Nice. Und ich dachte, das hätte ich gerade erforscht. Das da hinten kann ich gar nicht erforschen, oder was? Hier das Grüne. Das. Oh. Spannend. Dann würde ich sagen, ich mache das. Ich gewinne erstmal noch Einfluss hier beim Königreich, um dann später die Sachen hier auch schnell freischalten zu können und da nicht lange warten zu müssen. Yes, yes, yes. Wo wollte ich denn nochmal hin? Ich habe schon wieder vergessen.
Ich handle gerade quasi gar nicht mit Mittel, okay. Und die verkaufe ich halt nur. Ist aber nicht, was ich groß von denen kaufen sollte. Glas. Kann ich machen. Das ist gerade sinnvoll. Not so sure. Ja, ich. Oh, guck mal hier, so bauen dort die Bäume schon mal wieder ab. Das ist doch schön. Ich habe jetzt auch keinen Bock, da das Holz vielleicht hier noch zu bauen und so. Mache ich das lieber so auf diese Art und Weise. Wir können hier dann actually aber noch ein weiteres Holzfällerlager hinbauen und dann auch in Zukunft da noch ein weiteres Feld aufmachen. Ich glaube, das wäre dann nochmal eine weitere Entwicklung, die wir hier tätigen können. Wähle ich das schon mal aus. Sonst vergesse ich eh gleich. Das hier kann ich wieder deselektieren. So. Ja, komm. Nee, den Baum lassen wir stehen. Aber bis dahin. So, wir können wahrscheinlich beim Militärfort schon Leute zuweisen. Dann machen wir das. Und was kann ich jetzt schon wieder Neues bauen? Auch wahrscheinlich hier noch Sachen, die ich, ja, wo ich noch nicht drüber gefahren bin. Eine neue Geschichte kann gehört werden. Armee aufgestellt. Zufriedenheitsbonus. Den nehmen wir natürlich mit. Können hier. Okay, Baumeister bringen Ressourcen. Die gehen hier rüber. Also, du kannst den Strand begehen. Ich weiß nicht. Ist es zu nah am Wasser? Kommen die da nicht dran? Aber dann müsste es doch da irgendwann eine Meldung geben. I don't get it. Müsste ich die Einwanderung jetzt wieder maximal sein? Ah, schwierig. Wirklich. Ich kann es nicht so ganz verstehen. By the way, unser Bretterverkaufs scheint jetzt auch nicht zu sein. Oder ist. Ah, oder weil wir gerade Militärprodukt gebaut haben. Das könnte natürlich auch gut sein. Und hier brauchen wir auch ein paar Bretter. Ja, gut, aber wir kriegen Werkzeuge zurück. Durch unser aktuelles Delikt. Das ist ganz cool. Soll ich noch eine dritte Fischereihütte bauen? Und dann mal gucken, ob sie jetzt funktioniert. Dann kann ich die ja später wieder abreißen. Ich gehe mal hier strategisch auch nah an den Weg dran. Gucken wir mal. Priorisieren wir das hier. 130 Bewohner. Eben 4 Soldaten. Und. Da sollte bald auch fertig gebaut werden. Wie schaut es jetzt aus? Kapazitätsschutzkammer, wir sind immer noch. Wir sehen es immer noch nicht. Gut, die brauchen halt eben noch ihre Ausbildung auf jeden Fall. Kriegen dann ihre Schwerter, wenn sie auf Mission gehen. Eigentlich gefühlt, wenn du so richtig auf Königreich Militärfort gehst, das ist eigentlich schon OP, weil dann kriegst du halt auch dadurch alles Mögliche an Waren und so. Habe ich das Gefühl schon gar nicht so schlecht. Aber wirklich, das volle Kanne 100%, also auch die schwerste Mission hier machst. Was ist das denn? Hier, das, genau. Das ist schon sehr stark. Bemerkenswert bei Königreich ja auch. Let's go. Das ist nice. Dann bräuchten wir jetzt nur noch Einfluss. Ist das jetzt fertig? Ne, ist noch nicht fertig gebaut. Wie sieht es denn hier aus? Wird unsere Fischerei wieder gebaut? Es wartet auf Baumeister, aber es ist ein bisschen, der Balken ist schon mal etwas losgegangen, I guess. Und hier haben wir einen sanften Weg zu erkennen, würde ich behaupten, der hier komplett fehlt. Also ich habe eine geringe Hoffnung, dass es funktioniert. Ja, dass unsere Fischerei da gebaut werden. Ich bin auch gespannt, wie das Ganze hier komplett aussieht. Es fehlt nur noch dieser Teil, so wie es aussieht.
Aber ich finde es auch krass, dass halt quasi hier dieser Weg wird ja so krass genutzt. Also, da läuft halt schon sehr viel drüber. Also, hier diese Wege quasi gar nicht. Das heißt, wenn du irgendwie hier arbeitest, läufst du halt auch eigentlich nur da lang. Es wäre eigentlich auch praktisch, hier irgendwelche Wege zu haben, aber irgendwie hat sich das nie entwickelt. Alle laufen unten lang. So, wir haben neue Arbeiter. Dann füllen wir hier die Bauhütte und weisen hier Soldaten erstmal zu. Oh, okay, ist weitergegangen. Ich habe da jetzt gerade keinen Baumeister irgendwie dran gesehen, aber wir haben die Schatzkammer gebaut. Let's go, 300. Zusätzliche Kapazität, das ist nice. Das sind wir fast bei 900. Fürs Erste. Ja, hilfreich. Aber langfristig auch. Hätte ich gerne natürlich noch ein bisschen mehr. Das sieht aktuell interessant aus. Ich mag hier halt es lieber so von... Oh ja. Warte mal, ich muss jetzt hier noch die Territorium des Ganzen ausschalten. Oh, wow. Hoppala. Ich wollte hier mal kurz den Mauszeiger aus dem Weg haben. Das ist doch wunderbar. Also so ähnlich hatte ich mir das auch vorgestellt tatsächlich. Dann kommt hier auch noch vielleicht so eine Eisenschmiede oder so hin. Mal gucken. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Aber ist doch echt herrlich. Dann kommt hier wahrscheinlich irgendwo noch ein zweiter Turm mindestens hin. Vielleicht sogar ein dritter. Mal gucken. Das ist doch nice. So, okay, das wird nix. Lust. Warte mal. Nee. Dann habe ich kein Interesse. Ein Neuankömmling nähert sich. Wir sind drei. Cool, cool, cool. Oh, es ist so weit. Es ist so weit. Weg blockiert. Ey, wir haben jetzt diesmal eine Benachrichtigung. Dann möchte ich jetzt mal schauen. Husa konnte Ziel nicht ver- Oh, okay, es sind immer die Bäume, die im Weg stehen. Immer finden die da den Weg. Leute, es sind Bäume. Lauft halt drumherum, hä? Was ist denn euer Problem? Sollte ich... Ja, ich mach's so. Hier, Abbaugebiet, Abbau, Abbau, Abbau. Und dann mache ich halt Aufforstung genau bei den Gebäuden halt oder dem Lager hier nicht so, oder? Ich glaube, da kannst du nämlich dran liegen. By the way, hier ist fast durch. Können wir diese drei Bäume da stehen lassen? Macht das jetzt noch einen riesen Einfluss auf die Fruchtbarkeit? Ja, es geht so, ne? Aber eine weitere Weizenfarm will ich auch bauen, weil es ist immer noch. Wir brauchen mehr Weizen. Wir haben zwei Mühlen, das gefühlt gerade auch ein leichter Overkill, aber wir brauchen mehr Weizen. Wenn wir mehr Weizen haben, dann würde ich auch als nächstes wahrscheinlich eine weitere Bäckerei bauen. Wie gesagt, die Mühlen, habe ich das Gefühl, kommen gut hinterher. Gut, es ist aber auch, ja. Geht auch dann an sich auf. Wir haben ja jetzt unser Militär fertig gebaut. Wir haben mittlerweile, glaube ich, 6 Soldaten oder 7. 7. Und die sind meistens in der Grundausbildung. Wenn ich was sehr Einfaches habe, dann habe ich es, glaube ich, einfach will ich gerade noch nicht haben. Also ich könnte ihnen halt einen nach Schwertern zuweisen, aber ich glaube, ich bleibe erstmal dann bei sehr einfach. So, wir haben unser Eisenkampf bearbeitet. Das heißt, wir können auch hier jetzt läutern. Einstellen, wir brauchen dann natürlich aber auch ein weiteres Lager. Wir haben ja hier eine Fischerhütte. Perfekt. Let's go, dann reiße ich die erstmal. Ach, jetzt auf einmal. Jetzt auf einmal, okay, alles klar. Dann warten wir das erstmal ab. Und schauen dann weiter. Ich würde jetzt gucken. Wir brauchen ein Lager, um halt so Eisen und sowas dann zu sammeln. Baue ich das hier hin? Ja. Ich würde sagen, ja. Würde ich feiern. Da kommt ein Lagerhaus hin und dann bräuchten wir hier in Stadtnähe dann nochmal ein weiteres Lagerhaus.
Wohnfläche mittel. Ja, dann brauchen wir demnächst auch eine Expansion dann wieder in die andere Richtung. Das wird noch kommen. Also ich hoffe, unsere Soldaten gehen auch direkt in die Baracke. Ja, das sieht genauso aus. Aber hier ist halt Platz, Leute. Ich glaube, die Attraktivität ist... Doch, die Attraktivität ist ja auch mehr als ausreichend. Hier ist Platz, hier kann man noch... Wahrscheinlich sogar zwei Häuser hinbauen. Also, wir haben hier unsere zwei Arbeitslose noch. Die können wir dann hier noch mit dazu nehmen. Wir brauchen aktuell noch kein Eisen. Aber wir können da ja mal vielleicht gucken, wofür wir das brauchen könnten. Kühlerei würde Sinn ergeben. Und dann können wir Eisen herstellen aus dem Eisenerz und Kohle. Dann haben wir noch eine Schmiede, also wo wir dann Werkzeuge herstellen können. Wir natürlich en masse immer brauchen in diesem Spiel, aber dann zum Laufen verkaufen können. Wo kommen denn hier eine Kühlerei noch hin? Weil das ist irgendwie alles jetzt schon hier ein bisschen dicht. Aber ich muss es eigentlich hier irgendwie in die Region hinbauen, weil hier passt es auch nirgendwo hin. Weil hier will ich ja nochmal ein Weizenfeld und sowas hin haben. Und dann hier, keine Ahnung, wollte ich hier das Kloster erweitern. Was ich da machen will, weiß ich auch nicht mehr. Ich glaube, Landwirtschaft wieder. Das heißt, die Kühlerei müsste eigentlich hier in unsere Industriestraße rein. Hier ist ja die Attraktivität eh schon grandios. Ich glaube, unsere Kühlerei kommt hier hin. Let's go. Ist das schon fertig gebaut? Okay, ja gut, dann haben wir jetzt ja auch einiges nochmal an Arbeitsplätzen. Möglicherweise. Ich frage mich, woran es liegt, dass jetzt hier der Balken wieder ein bisschen fortgeschritten ist. Und was da jetzt passiert ist. I'm not so sure. Ah, das ist echt auch sehr cool hier mit dem mit dieser Eisenerzproduktion direkt am Strand. Oh, ich finde halt auch irgendwie diesen Seed echt cool. Ich weiß, dass ich das hier dann gestartet habe. 82% Zufriedenheit, Nahrung und Gottesdienst ist nicht so happy, aber Nahrung, Digga, ich weiß auch nicht, was ich euch noch bieten soll. Erstmal hier ein Holzfäller, ich habe mit dem Fischer schon, das heißt, hier auf jeden Fall noch ein Träger. Und dann hier noch einen Bergarbeiter. Eisenerz, Kohle, Eisen. Eisenerz, würde ich sagen. Wobei die Frage ist halt, brauchen wir hier Kohle und Eisen? Und vor allem brauchen wir hier Kohle, weil das würde ja dann heißen, ich hätte tatsächlich als Plan, hier schon die Eisenschmelze zu bauen. Wo ich mir noch nicht so ganz sicher bin. Wollen wir wirklich diesen Strand komplett hier industriell einnehmen? I guess ja, oder? Also ich würde sagen, halt bis hier irgendwo dann. Also wir hätten halt lange Arbeitswege auch, ne? Aber gut, haben wir hier bei den Sachen auch. Wo soll ich die Sachen auch sonst hinbauen? Dann kämen die ja noch an einen ganz weirden Ort oder der halt ganz weit weg ist. Ins Wohngebiet kannst du auch nicht reinstellen. Machen wir das. Ich finde, also klar, heutzutage wirst du es glaube ich auch gerne so machen, aber in diesem Setting finde ich es gar nicht so extrem abwegig, wenn ich ehrlich bin. Oder? Also hier machst du halt, was du halt machen musst, oder? Da denkst du ja auch nicht so. Also, gerade wenn das jetzt hier Mittelalter spielt, jo, Strand machen wir Urlaub. Können wir keine Eisenschmelze bauen. So denkst du ja nicht. Würde ich behaupten, oder? Will mir da jemand widersprechen? Also. Wäre jetzt meine Einschätzung.
Ist alles noch einfach, nicht sehr einfach. Gut, wir produzieren jetzt Fisch. Finally. Ich hab ja richtig früh hier schon gesagt, ja, nee, wir kaufen keinen Fisch mehr, wir verkaufen nur noch. Und dann hatten wir die längere Zeit quasi keinen Fisch mehr. Okay, Weizen haben wir jetzt auch ein bisschen. Wird gerade auch geerntet aktuell, deswegen macht es vielleicht Sinn. Frage ist halt, ich brauche mir jetzt noch eine weitere Bäckerei. Beide Frage ist, brauchen wir hier die Steinkirche? Bin ich irgendwie auch so ganz ein bisschen nebenbei am Überlegen. Also, hier ist im Zweifelsfall zu eng für eine Taverne. Hier hätten wir auf jeden Fall genug Platz für eine Taverne. Wir könnten hier dann vielleicht sogar noch ein bisschen die Wohnfläche erweitern. Würde ich jetzt halt noch nicht machen. Ich würde da noch auf die Taverne warten. Aber um das so im Hinterkopf zu behalten. Hier. Ja, wenn die Fischproduktion erstmal anläuft, können wir auch mehr Fisch verkaufen. So, wir brauchen jetzt langsam auf jeden Fall wieder auch neue Bevölkerung. Das heißt, ich. Ja, plus 30? Ja, gut. Aber ich brauche neues Wohngebiet, um. Neuankömmlinge willkommen zu heißen, weil wir haben gerade jetzt auch nur einen bekommen. Aber ist jetzt wieder Wohnfläche hoch. So, I don't get it. Kühlerei braucht definitiv eine Person. Ja. Was genau hier nochmal der Plan? Ich habe es jetzt gerade so im Gefühl, dass ich das mindestens irgendwie 30 Mal gesagt habe, was ich mir vorgestellt hat und es jetzt nicht mehr weiß. Alter, ich hätte auch boah, hier das Kloster nach hinten. Warte, ich sehe gerade diese eine Wand. Ich hatte, glaube ich, auch vor, hier dann auch weiterzumachen. Also hier können wir auf jeden Fall noch ein bisschen was hin platzieren. Und da muss ich nach da hinten raus. Weil ich glaube, das reicht nicht. Im Endgame, das Kloster. Und ich weiß nicht, ob ich so unbedingt gerne noch ein zweites großes Kloster hätte. Vielleicht brauche ich noch ein kleines für Mönche, aber weißt du, lieber plane ich hier dann noch ein bisschen Platz mit rein, noch wenn da jetzt auch nicht mehr so viel ist, was man wirklich gut bauen könnte. Aber ich denke mal, das wäre mein Plan. Das heißt, ich weiß, hatte ich hier nicht irgendwie was von Hopfenproduktion oder sowas erzählt? Ich meine nämlich dunkel zu erinnern, auch wenn ich jetzt nicht mehr so weiß, ob das so Sinn ergibt. Aber dann würde ich sagen, hier bauen wir weiter Wohnfläche. Schön hier weiter an der Klippe. Oder? So. Also nicht so extrem an der Klippe. Aber ja. Grundsätzlich hier so hin. Das wäre der Plan. Das nehmen wir. Wir wollen es ja jetzt hier nicht mit den Ständen verscherzen. Also hier in dem Fall mit der Arbeiterschaft. Die Eis. Das sieht wild aus. Ich glaube, es war noch nicht so häufig passiert, dass jemand den Foundation der Eisenschmelze über den Strand gebaut hat. Aber es. Wieso eigentlich nicht, ne? Ich finde, in dem Setting ergibt es halt auch irgendwo Sinn. Oder nicht?